bisschen knapp bei Kasse, PSN-Guthaben ist irgendwie nicht mehr da, man will irgendwas Geiles haben, einfach auf eneva.com gehen, Leute. Ihr findet PlayStation-Guthaben für Deutschland für einen super Preis. Nutzt einfach den Code Chappy, ihr bekommt 3% auf eure Bestellung dazu, 1 Euro bei der ersten Anmeldung und spart euch den Arsch ab. Hinter Level 20 noch abgeschaltet. Es gibt in jeder Kategorie bisher einen Perk. Feind oder Feind ist. Gibt kein Camp in der Beta. Wir sind im zweiten Beta-Wochenende von Modern Warfare und so gespalten die Meinung über das Game sind und alles andere, habe ich mir gedacht, wir machen doch heute einfach mal ein bisschen was Interessantes für das Game. Und zwar möchte ich euch, nachdem ich hier Gegner gefunden habe, wenn es hier welche gibt, das werden wir gleich sehen, einmal die besten Perks vorstellen, die wir hier in dem Game haben derzeit. Man kann natürlich, Stand jetzt, es ist Samstag 14 Uhr, noch nicht alle davon freischalten. Das ist auch in Ordnung, denn es hat ja bisher das Gerücht gegeben, dass wir bis Level 30 gehen können. Und zwar ab ungefähr 19 Uhr heute. Das würde Sinn machen, dann hätte man den PC-Spielern die Chance gegeben und den Xbox-Spielern so ein bisschen beim Level-Cap aufzuholen. Und wenn wir bis Level 30 nachher durchspielen können, hätten wir den riesigen Vorteil, dass wir alle Perks und alles, was an Feldausrüstung da ist, freischalten könnten. Das wäre natürlich cool, dass man vor Release vielleicht zumindest mal ein oder zwei Spieltage damit hat, dass man gucken kann, was da ganz geil ist. Ich glaube, es gibt insgesamt 6 Perks, die man derzeit nicht nehmen kann, die im Prinzip... So Leute, so sind leider aktuell die Runden. Jetzt sagen einige, die Community ist schuld, andere sagen, die Maps sind schuld. Ich bin der Auffassung, beide sind schuld. Mir fällt auch nichts mehr dazu ein, so zu spielen, wenn die Leute es wollen, meinetwegen. Ich werde es nicht machen und braucht mir auch keiner sagen, dass ich mich an das Spiel gewöhnen muss. Wenn das die Art ist, wie man spielen muss, dann Halleluja, dann viel Spaß. Wir kommen zu den Perks. Es gibt, ihr seht das, 6 Perks. In der ersten, 5 in der zweiten und 6 in der dritten Kategorie. Das ist aktueller Beta-Stand. Es kann durchaus sein, dass da noch welche hinzukommen. Aktuell wollen wir einfach mit dem ersten anfangen. Eiltempo. Verdoppelt die Dauer von Taktik-Sprint. Das ist der Sprint, wenn ihr zweimal die Steuerungstaste nach vorne durchknallt. Und die Kriechgeschwindigkeit erhöht sich um 30%. In Suchen und Zerstören, in Cyberwar kann das ganz interessant sein. Oder Cyberkrieg oder wie das heißt, dieses Suchen und Retten, Abklatschding. Kann man auf jeden Fall mal nehmen. Das Problem ist, wenn man das im Multiplayer nimmt und man ist vielleicht gerade irgendwo auf einem Sprint, die ADS-Time und die Sprint-Out-Time ist sehr, sehr hoch. Das heißt, man sollte damit vorsichtig sein. Der zweite Perk aus der ersten Kategorie ist Overkill. Man kann 2 Primärwaffen tragen. Ich habe dieses Perk noch nie in einem COD verstanden. Ich habe es, glaube ich, auch noch nie benutzt. Ihr könnt es gerne nutzen. Ich sehe den Sinn aber nicht so sehr. Das dritte ist Plünderer. In jedem COD war das im Prinzip eins der Perks, was ich immer dabei hatte. Jetzt mittlerweile ist es aber so, dass wir mit den Feldausrüstungen unter anderem neue Munition bekommen, auch wenn ein Teammate die hinwirft, sehe ich also nicht als so wichtig an. Dann haben wir KAD. Das ist im Prinzip nichts anderes als Kugelweste. Erleiden sie weniger Schaden durch Nicht-Abschussserien, Sprengwaffen und Beschuss, also Granaten. Man kann Claymores hacken, Nährungsbienen und C4. Ist ganz hilfreich, gerade in einem Game wie hier, wo relativ viele Granaten fliegen, kann man und sollte man auf jeden Fall nehmen. Gerade jetzt in der Beta ist es für mich aus der ersten Kategorie das Beste, was man nehmen kann.
Das fünfte und vorletzte aus der ersten Kategorie ist kaltblütig. Ist nicht zu orten von KI, Zielsystemen und Thermalvisier. Immun gegen Schnappschussgranaten. Ich lese hier nichts darüber, dass man immun gegen Streaks ist. Deshalb weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Streaks in dem Game sind sowieso nicht allzu sinnvoll, weil die meisten Leute in Häusern sind. Dadurch können die Streaks sie auch nicht erreichen. Und das hier ist das Perk, was ich unbedingt einmal austesten möchte. Später notfalls noch, wenn jetzt das Level Cap erhöht wird, zusammenflicken. Das Töten von Spielern sowie das Einnehmen und Halten von Zielen, also ihr nehmt eine Flagge ein, ihr steht in der Stellung drinne, ihr steht im Hauptquartier drinne, steigert ihr Gesundheitsregenerationstempo. Das heißt, ihr habt einen 1 gegen 1 Gunfight und ihr beide beschießt euch und ihr seid One-Shot, habt den schwarzen Bildschirm, aber ihr tötet den Gegner. Dann kann ich mir das nur so vorstellen, dass ihr nach einer halben Sekunde oder so viel, viel schneller regeneriert, als wenn ihr es nicht dabei hättet. Das finde ich sehr, sehr interessant und finde ich auch sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall eins, was ich mir auch im Competitive-Bereich später vorstellen kann. Hier bleibt abzuwarten, ob es reinkommt und ob es so, wie es klingt, auch wirklich ist. Das heißt, aktuell dieses Perk, KLD definitiv. Später, wenn Level Cap bei 30 ist, probiert mal zusammenflicken auf jeden Fall aus. Aus der zweiten Kategorie muss ich euch sagen, finde ich die geilsten Perks eigentlich. Das erste ist auffüllen. Füllen Sie 30 Sekunden lang Ihre Ausrüstung auf. Das heißt, ihr könnt Granaten werfen, gerade Leute, die gut mit Granaten sind, können dadurch natürlich alle 30 Sekunden eine neue bekommen. Merkt euch mal das Auffüllen, da kommen wir gleich noch zu. Hardliner war am Anfang mein Go-To-Perk im Prinzip. Abschussserien kosten einen Abschuss weniger. Das heißt, persönliche Drohne kostet nur 2 Kills, eine UAV kostet 3 Kills. Ist sehr interessant. Das Problem ist, ihr könnt aus jeder Kategorie aktuell nur einen Perk nehmen. Und gerade wenn es jetzt zu Geist kommt, worauf wir gleich kommen, würde ich sagen, Geist schlägt Hardliner um Längen. Das dritte Perk ist alarmiert. Ihr Sichtfeld pulsiert, das ist so ein kleiner gelber Schimmer, den ihr auf eurem Bildschirm dann seht, wenn Feinde außerhalb von eurem Sichtbereich auf euch zielen und euch sehen. Das kann ganz hilfreich sein, ich sehe den Sinn nicht unbedingt, weil es so viele Fenster und Ecken gibt, dass ihr aus jeder Ecke im Prinzip angestarrt werden könnt. Muss jeder für sich selber entscheiden, mein Favorit wäre es jetzt nicht. Geist ist das, was wir, das letzte aus der zweiten Kategorie, was wir aktuell spielen können. Es ist nicht zu orten, oder wir seid nicht zu orten durch Drohnen, Radardrohnen, Herzschlagsensoren und das Perk alarmiert. Verbirgt auch noch die Todesmarkierung der Feinde, wenn ihr sie tötet. Geist sehr, sehr stark und das ist ein riesiges Problem für mich. Geist ist durchgängig aktiviert. Ihr könnt in einer Ecke sitzen, die ganze Zeit, ohne euch zu bewegen und es passiert euch nichts, ihr seid trotzdem vom Radar geschützt. Besser wäre es, wenn ihr, nachdem ihr von einem Sprint oder Lauf aufhört zu gehen, nach 1 oder 2 Sekunden auf dem Radar angezeigt wird und auch nur vom Radar weggenommen werdet, wenn ihr euch bewegt. Das letzte Perk, Abschusskette. Ihr wisst, das ist auch so ein Ding, was ihr nicht versteht. Ihr könnt in einem Leben eure Streaks nur einmal erreichen. Ihr könnt nicht Drohne und Konterdrohne spielen oder Drohne und persönliche Drohne und nach 2 und 3 Kills habt ihr das und es wiederholt sich die ganze Zeit. Das gibt es nicht. Hier gibt es aber das Perk, Abschusskette. In ihrem aktuellen Leben verdiente Abschussserien bringen ihnen Credits für andere Abschussserien. Bei Stufe 26 kann man das freischalten. Ich würde es gerne freischalten, geht aber nur, wenn wir bis Level 30 spielen können. Es gibt aber vorgefertigte Klassen, ich kann euch das nur mal empfehlen, mit der FFR 5,56mm, ist eine Burstwaffe. Da könnt ihr dieses Perk in der voreingestellten Klasse spielen und ich kann euch nur sagen, es macht das Ganze viel, viel interessanter. Nehmt euch hohe Streaks mit, es lohnt sich auf jeden Fall. Dann haben wir 6 weitere und die letzten aus der letzten Kategorie. Das erste ist Aufdrehen. Die Ladegeschwindigkeit von Feldausrüstung erhöht sich um 50%. Es gibt einige Feldausrüstungen, da lohnt sich das nicht unbedingt. Wenn ihr jetzt aber dran denkt, es gibt Stopping Rounds, also die Kugeln, die euch ein ganzes Magazin vollladen und mehr Schaden machen. Da kann dieses Perk in Verbindung damit durchaus interessant sein. Muss man mal gucken, wenn man darauf Zugriff hat. Das nächste ist eifrig. Nachladen des Raketenwerfers ist schneller und der Waffenwechsel ist schneller. Für Sniper kann ich mir dieses Perk sehr gut vorstellen und wenn ihr unbedingt auf Drohnenjagd gehen wollt mit dem Raketenwerfer, geht das durchaus auch damit. Das dritte, womit ich einfach meinen Spaß habe, ihr könnt so viel Claymores setzen wie ihr wollt, Einstieg mit einem zusätzlichen primären Ausrüstungsteil und der Explosionsschaden verzögert die Regenerationsrate der Gesundheit beim Feind. Jetzt denkt mal an das erste Perk hier. Alle 30 Sekunden kriegt ihr neue Claymores und hiermit habt ihr 2 Stück. Ihr habt alle 30 Sekunden komplett neue Claymores oder Granaten oder alles. Wenn ihr ein bisschen trollen wollt, spielt mal beides zusammen. Und wenn euch der Tipp gefällt, dürft ihr jetzt auch ein Like da lassen. Haha, so. Kampfgestählt ist im Prinzip nichts anderes als die Taktikmaske aus anderen CODs. Verringert die Wirkung von Blend-, Betäubungs- und EMP-Effekten. Ich spiele, wenn ich wirklich wollen würde, kampfgestählt aktuell mit Geist und KRD.
Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, mit den Claymores habe ich mehr Spaß, deswegen nehme ich die. Das nächste, was wir haben, ist, da ist es, Kundschafter. Erkennen Sie feindliche Ausrüstung, Feldaufrüstung und Abschussserien durch Wände. Das ist so eine Art Techniker aus den alten CODs. Markieren Sie für Ihr Team, indem Sie mit der Zielvorrichtung ansehen. Kann man natürlich machen, ich sehe den Sinn jetzt nicht so unbedingt. Wenn ich Ausrüstung auf dem Boden sehe, zerschieße ich sie einfach. Wenn vielleicht später ein paar Panzer auf der Map sind als Streak, dann kann das sinnvoll sein. Ich bin kein Fan davon, ich finde hier gibt es definitiv bessere in der Kategorie. Und dann gibt es noch das letzte, Fährtenleser. Feinde hinterlassen Fußabdrücke, das ist sowas wie Tracker, wie aus Black Ops 4. Und sie sehen Markierungen bei Todesorten von Feinden. Kann man mit reinnehmen, aber auch hier sehe ich den Sinn nicht unbedingt. Und ich hoffe, das hat euch so ungefähr erklärt, warum ich welche Perks wie gut halte und welche man spielen kann. Wie gesagt, es können noch neue Perks dazukommen bis zum späteren Spiel. Das wird man abwarten müssen. Ich bin für heute raus, das war alles. Haut rein.